Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute nehme ich mir mal meine Glitzerpigmente und meine ganzen Liquids vor und schaue, ob sie noch gut sind, um einfach zu schauen, dass ich praktisch nicht unnötig Sachen praktisch horte und sammle. Ich habe noch in meiner Organisation noch eine komplette Box übrig, möchte aber wie gesagt schauen, dass ich halt einige Dinge halt wegsortiere und wegschmeißen kann, weil Glitzer ist sehr, sehr empfindlich, Leute, das ist echt nicht mehr zu spaßen. Weil gerade da könnt ihr wahnsinnige Augenirritationen hervorrufen. Wie gesagt, hier wird es dieses Mal mehr weg zum Schmeißen geben. Gerade bei den Pots muss ich sagen, glaube ich, dass ich da fast alle wegschmeißen muss, weil die einfach ausgetrocknet sein werden. Und wie gesagt, ein kleiner Disclaimer, immer bevor ich die Klatter-Videos jetzt mal anfange. Eyeshadow-Paletten zum Beispiel sind etwas, was ich nicht deklatter, weil, also ich sag mal so, ich habe da, also die Klattern tue ich da, die Sachen kann man desinfizieren und wegschmeißen. Oder halt, wie gesagt, wegschmeißen. Oder halt, wie gesagt, desinfizieren und zu Freunden geben. So rum, genau. Make-up zum Beispiel, was ich benutzt habe, was in Pumpspendern ist, in der falschen Nummer. Und ich weiß, es ist noch gut. Das kann man auch noch weitergeben. Aber bei Glitzer und alles Augenprodukten ist es halt nicht so gut, weil ihr könnt euch wahnsinnig schädigen damit. Und ich zeige euch auf jeden Fall, was ich hier alles praktisch habe. Was ich direkt im Anschluss am Anfang sagen kann, ist, dass von diesen hier keine einzige rausfliegt, weil es sind Single-Lid-Schatten von Kiko und von NYX und Love Cosmetics. Die sind recht gut, selten benutzt und trotzdem wahnsinnig geil. Also ich habe zum Beispiel kein einziges Lidschatten-Ding, was Limone hat. Die kommen hinten auf meine Lippenstifte drauf, weil ich da noch echt Platz habe und die ich mittlerweile alle ebenerdig sortiert habe. Somit kann ich die da drauf tun. Jetzt gehen wir mal hier durch. Also es geht hier darum, dass wir einfach gerade die Glitzer mal durchgucken. Einige Glitzer sind halt nicht mehr gut, Leute. Also das ist wirklich kein Spaß, sowas. Wenn ihr halt Glitzer habt, die wirklich einfach gar nicht mehr gut sind, die zum Beispiel einfach mittlerweile einfach schon wahnsinnig alt sind oder einfach schon in der Gegend rumfahren, ist es einfach das richtige Zeichen, um es loszuwerden und es halt wegzugeben, weil ihr einfach euch damit wahnsinnig schädigen könnt. Also es ist kein Spaß, Leute. Also wir fangen jetzt mal an mit diesen eigentlich wahnsinnig schönen. Das sind diese Color Tattoos. Ich werde sie weggeben, ich werde sie wegtun, weil das sind eigentlich so, so schöne Lidschatten, aber ich kann die nicht mehr tragen, weil einfach ich halt immer wieder auch mal Kontaktlinsen trage. Emerald Lame ist eigentlich mega schade. Die Farbe schaut der Hammer, sage ich euch. Aber das ist jetzt auch Zeit, die gehen zu lassen. Welche ich safe auf jeden Fall behalten werde, sind die ganzen Pots. Also ich habe hier echt einige Pots. Das sind hier diese Holo-Lidschatten. Die sind der Shit, sage ich euch. Die gab es mal, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Doch, schaut mal. Also das sind so richtig geile Holo-Lidschatten. Die gab es mal bei Rival de Loop, bei einer Neujahrskollektion. Da müsst ihr echt, also Rival de Loop ist eine so krass nicht beachtete Marke, was ich nicht verstehen kann, weil die wirklich wahnsinnig gute Produkte haben. Und muss einfach sagen, das ist so, so toll. Also die haben auch ein richtig tolles Bronze. Und dann habe ich hier noch von Catrice, von der Loose Dazzle. Das ist ein loses Glitzer, Leute. Glitzer, was halt wie gesagt lose ist, könnt ihr problemlos benutzen. Wenn es kosmetisches Glitzer ist, das könnt ihr benutzen. Ich trage das eigentlich sehr, sehr gerne. Aber es ist halt einfach mittlerweile stressig. Dann habe ich hier zum Beispiel mal was. Ich glaube, das war von der Glow irgendwas. Ja, die NYX Glitzer. Die NYX Glitzer behalte ich alle, weil die waren sehr, sehr teuer. Ich fand die wahnsinnig teuer. Ich habe, glaube ich, auch kein einziges nicht. Das sind hier zum Beispiel Koppe oder hier so ein Schwarz Iridescent. Also ist richtig toll. Also da kann man, also bei den NYX Glitzern kann man echt nichts falsch machen, weil die wirklich wahnsinnig gut sind. Dann habe ich hier noch zwei Farben von Kiko. Da muss ich sagen, ich habe das bis heute nicht verstanden. Das ist einmal ein loses Glitzern in so einem Hochzeitsweiß und einmal in so einem wahnsinnig geilen Rubinrot. Ich habe nicht verstanden, warum die weggekommen sind. Dann habe ich hier einen Glitter Liner, den ich wahnsinnig toll finde. Den ich allerdings noch, den ich testen muss, ob der noch gut ist. Den lege ich mir mal praktisch in meine Schublade. Ich weiß nämlich nicht, ob der noch gut ist, Leute. Keine Ahnung. Beziehungsweise, ich glaube, ich gebe den erstmal weg, weil ich weiß, dass es den noch gibt. Den kann man nochmal nachkaufen, falls ich ein Bedürfnis habe.
Kiko hat wahnsinnig gute Produkte. Das wissen halt ganz arg viele nicht, was ich komisch finde. Dann haben wir von Revolution sehr, sehr schöne Pigmente. Also die behalte ich auf jeden Fall. Pigmente sind halt etwas, was ihr jetzt nicht unbedingt wegschmeißen müsst. Also das ist jetzt eigentlich Quatsch. Dann gab es hier von der LE von P2 gab es super schöne Pigmente. Die werde ich auch alle behalten. Wie gesagt, die sind nahezu unbenutzt. Außer dieses braune Zeug da. Es ist halt das Problem, es ist halt oft sehr, sehr schmutzig und das ist halt meistens das Problem an dieser Angelegenheit hier. Dann habe ich hier ein Gold und ein, das ist ein Shimmer Shadow und das ist ein Glitzer sozusagen. Die behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch welche. Also auch wieder ein Glitzer und auch wieder dieses braun-grün. Das ist also ziemlich gedupt von MAC. Dann habe ich hier noch ein Copper, auch sehr, sehr schön, aber wie gesagt, lose Pigmente muss man mögen, kann man mögen, weiß nicht. Dann habe ich hier, da muss ich allerdings mal kurz den Staub wegmachen. Oh, ich habe mich schon gar nicht mehr erinnert, wie tolle Sachen ich eigentlich hier drin habe. Aber das ist natürlich auch super an so einer Deklatterei, dass ihr einfach guckt, was habt ihr eigentlich zu Hause noch und wie cool ist das. Dann zum Beispiel habe ich hier Eyeshadow Bases, die gebe ich weg, weil, beziehungsweise ich tue die weg, weil ich ehrlich gesagt nur noch Concealer benutze und die mir schon zu alt sind. Dann habe ich wirklich toll, das sind so tolle Produkte und zwar die Metal Rocks von Essence. Die Metal Rocks waren eine ganze Zeit lang so gehypt und irgendwann sind die voll von der Bildfläche verschwunden. Ich habe das nicht verstanden. Die Metal Rocks sind so, ja, Liquid Eyeshadows, die halt wirklich mega sind, die jetzt, ich glaube, ein Jahr bei mir jetzt sind. Schaut euch das mal an, also richtig geil. Mit denen könnt ihr super easy Looks zaubern. Also das geht, ist einfach so ein Eyeshadow-Package, der praktisch komplett sich opaque auf eure Augen auftragen lässt. Also ihr könnt da echt nicht meckern. Also super schöne Produkte dabei. Ich habe, glaube ich, eine Farbe sogar zweimal, weil die halt, ja, die da. Das ist ähnlich wie das, was ich öfters mal auf den Augen trage von Revival de Loop. Das ist halt so eine Art Glitzer, ist auch wahnsinnig schön, super pigmentiert und schimmert des Todes. Ist halt auch richtig toll. Wird behalten. Da müsst ihr halt gucken nach Konsistenz und nach Geruch, weil wie gesagt, das sind eigentlich Eye-Safe-Produkte. Da braucht ihr eigentlich keine Angst haben. Und wie gesagt, das sind diese Metal Shocks von Essence. Ich weiß nicht, die haben die auch irgendwann mal rausgenommen. Ich fand das auch ganz, ganz schlimm. Haben die die einfach rausgenommen, die Schweine. Und das ist zum Beispiel das einzige richtig krasse Silber, was ich in meiner Sammlung habe, wo ich aber sagen muss, das habe ich bei einem Eyeshadow halt nicht. Den gebe ich weg, weil der ist ziemlich alt. Diese Pigmente hier gebe ich auch weg, schmeiße ich weg, weil die sind einfach wirklich so scheiße zum aufs Auge tragen. Der NYX Glitzerkleber, der bleibt, weil der ist neu. Und dann habe ich hier loses Glitzer. Das ist aber nichts für die Augen gedacht, sondern eher für den Körper. Das behalte ich aber auch. Und dann habe ich hier noch von NYX voll das geile Petrol. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Petrol, genau. Kommt natürlich auch nicht weg. Und die ganzen bleiben auch. Das sind alles so etwas gröbere Glitzer, so Festival-Glitzer und so weiter. Aber man kann nie wissen. Also, ich habe ja auch eine kleine Nichte, die zum Beispiel auch öfters ja da ist. Und da kann ich auch immer sozusagen spielen an ihr und halt immer was auftragen. Dann, wie gesagt, das sind alles lose Glitzer. Diese etwas feineren sind für die Augen gedacht. Der Rest kann man eher so für den Körper benutzen. Dann habe ich hier komplett Sachen, die weg müssen. Und zwar sind das Pot-Eyeliner. Die müssen weg, weil die sind einfach schon wahnsinnig alt. Ja. Und da müsst ihr einfach aufpassen. Die müssen weg. Also wenn ihr nicht wirklich in regelmäßigen Abständen die benutzt, tut sie weg, weil das hat keinen Wert. Also es ist wirklich, wenn ihr die nicht benutzt, weg. Dann habe ich hier zwei Kiko. Oh Gott, habe ich die vermisst. Also wenn ich das gerade schon wieder sehe, mein Gott, oh mein Gott. Also hier sind noch Glitzer-Primer, die behalte ich mal, weil die waren eigentlich nicht so schlecht. Dann habe ich hier nochmal ein loses Pigment, ein Hammer-Pigment, sage ich euch, von Revival de Loop, aber das gibt es jetzt auch nicht mehr, glaube ich. Und dann habe ich hier noch so einen Augen- und Face, ich glaube, ein Roller ist das. Den habe ich, glaube ich, sogar von der Victoria.
Und der ist auch richtig heftig. Also, der ist auch richtig heftig, Leute. Also, der ist halt richtig, boah. Also, den behalte ich auch, weil das ist halt ein Pigment. Da könnt ihr jetzt eigentlich nichts kaputt machen. Bei Liquid Shadows sieht es ein bisschen anders aus. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Und zwar ist es eine Kiko von Isa Arfin. Ist das eine Collab? Und zwar, die hatte so Shadows rausgebracht, die so unglaublich fluoreszierend sind. Ich fand das so heftig. Und das sind wirklich so, so schöne Eyeshadows, wo ich mir auch denke, oh mein Gott, voll schade, dass die einfach nicht öfter in Gebrauch sind. Und dann haben wir hier praktisch noch eins. Es ist nicht blau fluoreszierend, sondern rosa. Ja. Und wunder, wunderschön. Also ich liebe die. Und dann haben wir hier noch ein Produkt, wo ich jetzt testen muss, ob die noch gut sind. Das sind auch Liquid Shadows, und zwar die Eyelights von BH Cosmetics. Da ist nochmal so eine Augenbase, die kommen weg. Das ist nochmal ein Pigment in Copper, das behalte ich. Und ja, jetzt trage ich mal, also die Eyelights von BH Cosmetics, die waren auch super gehypt. Ich habe alle geilen Farben mir geholt und ich werde die jetzt euch mal swatchen. Und die, wie gesagt, was noch gut sind, bleiben. Riechen tun sie noch einwandfrei. Oh wow. Ja, also die bleiben safe. Zieht euch das mal rein. Wie gesagt, das war jetzt die Farbe. Die gibt es auch noch bei BH Cosmetics, auch immer wieder im Sale. BFF. Hier kommt die Farbe Fresh. Das ist ein bisschen schierer. Also das ist so ein Limone-blau fluoreszierendes Glitzer Liquid. Aber auch mega geil. Ich finde, BH Cosmetics hat echt so geile Produkte. Ach, ich weiß auch nicht. Für das Geld, also Lidschatten. Und das ist halt der absolute Shit, die Farbe. Ich weiß nicht, warum ich dieses absolute Altgold nie getragen habe. Beziehungsweise einfach nur ein paar Mal. Das ist so krass, Leute. Das ist die Farbe Pearl. Und weil ich halt ein absoluter Fan von Türkis bin, habe ich natürlich auch diese Farbe. Und zwar ist das die Farbe Gnarly. Und das sind die Eyelights von BH Cosmetics. Und ich muss euch sagen, das ist einfach so, so krass, wie die schön aussehen. Ich sag mal so, also die sind schon richtig intens, es sind so Metal Shocks, aber das ist halt richtig geil. Ich habe jetzt tatsächlich ein komplettes Teil hier leer gekriegt. Es ist halt, ihr müsst halt ein bisschen zusammenstellen, ihr müsst ein bisschen gucken, was gefällt euch, wie räumt ihr das um und so. Und dann kriegt ihr eigentlich relativ schnell eine gute Organisation auf die Latte. Wie gesagt, das sind so Tupperdosen tatsächlich für Nähbedarf und sowas. Und jetzt gehen wir hier gleich mal weiter. Und zwar wird jetzt hier weiter geswatcht. Also ich komme noch immer noch nicht klar auf diese Eyelights. Ich hoffe jetzt mal, dass ich jetzt ein bisschen rüber switchen kann. Genau. Wer kommt denn da? Mein Nuki Nuki. Komm her, Schatz. Komm zu Mome. Mein Nuki hat jetzt praktisch komm her. Hoppi. Mumme. Yay! Der kleine Gnome ist wieder da. Guck mal. Meine Elsa-Bettwäsche von Lidl. Und auf jeden Fall. Hi, Mumme. Ach, wie ich den kleinen liebe. Wie gesagt, ich habe jetzt hier. Hi. Guten Morgen, mein Schatz. Der ist so süß. Ich hoffe, er stört euch nicht, aber er ist halt immer mittendrin und doch nicht dabei. Die Pots werde ich alle wegtun, weil das ist einfach zu gefährlich, Leute. Ja, weil das sind einfach. Ich habe ja die Gel-Pots, die habe ich jetzt mal durchgeguckt, die sind alle noch gut. Na du, mein Schatz. Ja, hast jetzt 2 Stunden geschlafen und jetzt hast du die Mutter vermisst, hä? Ach, oh, wie ich mich freue. Ach, die Liebe eines Tieres. Auf jeden Fall, die werden alle wegkommen, weil das sind einfach Gel-Pots von Kiko. Leute, ich habe die wahnsinnig geliebt, aber ich habe sie gerade alle aufgeschraubt, furchtbar ausgetrocknet. Alle ausgetrocknet und einfach auch nicht mehr gut und so. Die einzigen, die noch gut waren, waren diese hier. Das sind so Eyeshadows, ja. Die waren noch einigermaßen zu gebrauchen. Aber von der Intensität halt auch nicht mehr das, was ich so schätze. Also kommen die auch weg. Das Blau total verkrümelt und vertrocknet. Wie gesagt, es ist natürlich auch eine Lehre, die ihr zieht. Da drüben, der hat ja seinen Spaß.
weil ihr einfach halt auch, na, ich sag mal so, einfach auch Produkte hier habt, die halt nicht mehr so gut ist. Flaschenhighlighter würde ich nie wieder kaufen, habe ich einfach absolut keinen Bock mehr drauf. Control Freak Eyebrow Gel kommt auch weg. Dann habe ich hier eine Tattoo Brow und zwar ist das voll interessant. Die Tattoo Brow habe ich tatsächlich mir neu nachgekauft, weil ich bei Kiso das so oft gesehen habe. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und jetzt muss ich mal gucken, wie die da jetzt noch rauskommen, weil die sind jetzt auch, oh, das sind auch so Produkte, die sind eigentlich mega gut. Nocki, Nocki. Die sind auch noch gut, aber die separieren sich halt jedes Mal, weil die halt echt nicht so in die Hand kommen. Und zwar, das sind die Catrice Metal Liquid Eyeshadows. Da braucht man eigentlich fast gar nichts zu sagen. Das sind einfach Wahnsinnsprodukte. Also, ich weiß gar nicht, wo die abgeblieben sind. Da habe ich mich echt, mein Gott. Was ist los, mein Momme? Du Süßer! Der ist einfach immer so süß. Also, es sind wirklich irre schöne Produkte. Also, total opaque und total geil von der Farbe. So, und dann habe ich hier, da waren noch mal zwei andere Farben dabei. Hier habt ihr das Schwarz. Also, das sind halt wirklich Liquid Eyeshadows, die halt wirklich super auf den Augen haften. Dann haben wir hier eher so ein Rose Gold, was auch wahnsinnig gut aussieht. Die Farben trage ich vor allen Dingen in der Corner sehr gerne. Hier stand so ein, ja, eher Gold mit Roséanteil. Und da zeige ich euch jetzt nochmal, das sind jetzt praktisch diese Liquid Shadows. Die gibt es teilweise noch. Das sind diese hier. Also richtig, richtig gut. Und jetzt kommen die letzten. Dann habe ich drei Schubladen in eine geräumt. Toll, gell? Und jetzt habe ich hier von, das sind diese Liquid Eyeshadows von ColourPop. Die haben halt eine richtig geile Qualität, auch mega gut. Das ist von Kathleen Lights, die Kollaboration. Dann habe ich hier noch die Farbe, ich glaube Dragon oder so heißt die. Oh, Off Wow heißt die. Ja, die ist auch richtig schön. Bleibt. Mein kleiner Goldfisch in meinem Bauch macht sich gerade bemerkbar. Das ist dann immer so die Zeit, gerade gegen Abend. Das ist eine Wow-Farbe, sage ich euch. Und zwar ist das die Farbe Heart of Earless. Und die ist einfach so, so schön, die Farbe. Der kommt weg. Das ist irgend so ein Ding gewesen. Dann habe ich hier noch die Farbe Dragon. Das ist diese Farbe Dragon, genau. So, das ist die Farbe Dragon. Das ist praktisch ein Copper mit einem Blauschift. Dann haben wir einen Cover FX, der sich hier reingeschlichen hat. Den behalte ich, weil der ist nämlich richtig toll. Der ist so rosa stichig und lässt sich ja super im Inner Corner und an der Augenbraue verteilen, wenn ihr ein bisschen krassere Looks habt. Dann habe ich hier noch einen Liquid Shadow in der Farbe. Let me think. Wie heißt der? Moonlit. Es war sehr schwer, die Shadows zu finden. Ich weiß aber nicht, ob es die überhaupt noch gibt, weil, wie gesagt, bei mir ist das Übertragen von Colourpop-Produkten kein Problem gewesen. Das ist die Farbe Firecracker. Also Moonlit und Firecracker. Also die Farben fand ich halt so Hammer. Dann haben wir natürlich wieder ein typisches Türkis. Ein Türkis, was halt echt super aussieht. Das muss man ein bisschen öfters auftragen, aber auch sehr, sehr schön. Und dann haben wir noch die Farbe. Ich glaube, das ist sogar eine Wiederholung, weil ich glaube, einmal zu viel. Nein, es ist Running in Orbits. Also, wie gesagt, das sind die Colourpops, die hier unten sind. Und Leute, das war auch schon meine Schublade. Wie gesagt, ich habe aus diesen zwei, habe ich jetzt eine gemacht. Hier sind die, oh mein Gott, diese Farbe. Ich finde die so heftig. Also, ich zeige es euch nochmal. Das ist diese hier. Also, wie hardcore sind die Farben von den Eyelights? Also, unglaublich. Also, wenn ihr doch mal richtig geile wollt, schaut mal, da drüben ist ein Mimöschen. Und auf jeden Fall, hier sind die Revolution Pros. Die kann ich nur empfehlen. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Die Kikos, die gibt es leider nicht mehr. Ich fand das mega schade. Ich habe das nie verstanden, warum sie die rausgenommen haben. Ich fand das immer eine mega Verschwendung, sage ich euch. Die NYX, immer noch die besten Glitzer, die ich kenne. Liquid Eyeshadows könnt ihr super gerne zu denen greifen. Wie gesagt, das Silber ist halt Silber-Silber. Das ist, wie gesagt, von Essence. Das ist, wie gesagt, von BH.
wenn ihr Colourpop bekommen könnt. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Diese Schublade kommt dann praktisch ganz unten in meinen Lippenstift-Schublade. Dann habe ich aber eine komplett frei und kann dann nochmal durchgehen. Ich liebe meine Glitzer. Ich benutze sie einfach leider viel zu selten, weil einfach diese Möglichkeiten, die zu tragen, halt sehr, sehr gering sind. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass euch dieses Video ebenfalls Spaß gemacht hat. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und ich sortiere jetzt einfach wieder alles ein. Und dann wird jetzt die nächste Woche für euch auch die große Make-up-Collection folgen, gerade auch aufgeräumt und sortiert, weil ich jetzt halt ein bisschen vordrehe und deswegen auch die Klatter, weil unser Kleiner halt demnächst mal anrückt. Und ja, ich werde auch nicht schmaler. Also ich habe noch einen echt kleinen Bauch, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, meine Glitzer, Pigmente und Powder, Eyeshadows und weiß ich nicht alles. Ich bin immer noch sehr stolz auf diese Sachen. Die sind nicht so teuer gewesen. Ihr könnt bei den Revolution Sachen immer noch wahnsinnig sparen. Ich finde auch dieses Packaging einfach sowas ein High-End. Ihr müsst halt überlegen, gerade bei Glitzer, das ist ja auch eine wahnsinnige Schweinerei. Und Nuki und ich werden uns jetzt verabschieden. Ich glaube, dem fallen gleich die Augen zu. Und ich habe euch wahnsinnig lieb, meine Lieben. Passt auf euch auf und geht auf BH und schaut nach diesen Eyelights. Die sind der Shit, sage ich euch. Gerade für Silvester eine tolle Empfehlung. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Ciao!